feiern heute den Internationalen Frauentag, 8. März 2021. Das ist ein ganz besonderer Tag. Frauen kämpfen für ihre Rechte, für die Rechte eigentlich aller Menschen. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder uns besuchen kommen. Hallo, ich bin Daniela Fürsheim. Ich begrüße euch zum Weltfrauentag. Ich stelle euch jetzt einige Frauen vor, die unsere Zukunft positiv prägen werden. Und hier haben wir die Autumn Petit aus Kanada. Das ist eine tolle Frau, eine Indigene, die sich für das Wasser einsetzt. Nicht alle Menschen kommen an sauberes Wasser. Und nicht zu jeder Zeit. Sie setzt sich ein für Wasserressourcen. Und ihr kennt ja bestimmt Greta Thunberg, Friday for Future. Wir kennen alle, die ist krass. Die ist einfach krass und die ist, hat alle inspiriert. Wir haben aber auch in Deutschland eine ganz tolle Frau, die Luisa Neubauer. Und die ist inzwischen auch Autorin. Man bekommt super Bücher von allen dreien, auch über Klima, weil das uns Frauen betrifft. Das Wasser, der Zugang zu Ressourcen hat viel mit Klima zu tun. Auch jetzt unser Zustand mit den Zoonosen, mit Corona, hat mit Ausbeutung von Natur zu tun. Und ich bin fest der Überzeugung, dass gerade die jungen Frauen es schaffen werden, eine Klimawende zu initiieren und klar und eindeutig sagen, wir brauchen eine Zukunft, die lebenswert ist und nicht nur an einigen Flecken auf dem Planeten, überall. Alle Frauen sollen an Wasser kommen, alle Frauen sollen gute Umwelt haben und ein lebenswertes Leben. Insbesondere auch die Kinder sollen eine Zukunft haben und eine Bildung. Danke euch. Mein Name ist Bigis Longo Gastrich. Ich bin Künstlerin. Unsere Durststrecke ist vorbei. Wisst ihr warum? Museen sind wieder offen, Kunsthäuser sind wieder offen und unser Dasein als Künstlerin zu Hause allein in unseren vier Wänden ist fast schon vorbei. Die Zeit, in der wir uns einsam gefühlt haben, alleine in unserem Atelier waren, ist Gott sei Dank jetzt zu Ende und wir können wieder ins Museum, können uns unterhalten, können den Austausch pflegen, können die Kunst zelebrieren. Ach, das ist so herrlich. Hört mal, Frauen, all die, wo fast aufgegeben haben, jetzt kommt die Zeit, wo wir wieder zeigen können, was wir können. Also, geht ins Museum, geht ins Frauenmuseum. Am 11. April ist Vernissage und schon jetzt kann man kunstlos schnuppern in allen Teilen vom Museum. Ich habe mich so allein gelassen gefühlt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie riesig jetzt gerade meine Freude ist, dass das endlich vorbei ist. Es hat so viel Kraft gekostet manchmal und manchmal war man auch wirklich allein gelassen, verlassen und jetzt sind wir Frauen wieder alle zusammen im Kunsthaus und freuen uns über die Kunst. Danke euch vielmal. Bis bald. Mein Name ist Rike Ricarda Reutlinger und ich habe ausgearbeitet in Modellform eine Idee, die 2500 für mich fertig war, sich aber jetzt als ganz wichtig erweist. 4GGW heißt 4 Generationen Grünweiler, wobei angedacht ist, 2 Familien, 2 ältere, 2 jüngere Einheiten und dass diese 4 Generationen zusammen eine Großfamilie bilden. Deshalb war Großfamilie für die Zukunft, die besonders in Pandemiezeiten ganz wichtig und ganz essentiell wird und die dann auch eine ansprechende Architektur braucht.
Hello there, my name is Ian, and I'm an artist and also work as an art therapist in Taiwan. And during the COVID time currently, although there is no lockdown in Taiwan, but the virus also deeply affects the relationships between people. And the video works of mine is called Our Stories Show in Frauen Museum, shows my self-reflections and real cases in my work as an art therapist. There will be four women and express their fears and difficulties and reflection in this environment. Those women with different ages and also different backgrounds like nurses, mothers, career women will reflect and push ourselves to give a time for reflection. So Corona crisis gives us a push, a time for reflection, and it challenges and changes how we look at the relationships between human societies and nature. Thank you for watching it. Mein Name ist Consuelo Mendes. Ich komme aus Ecuador, bin Architektin und Künstlerin und Mitglied des Integrationsrates der Stadt St. Augustin. In der letzten Zeit hat sich für die Frauen in verschiedenen Ländern und Gesellschaften viel zum Positiv geändert. Bezüglich in der Arbeit und in der Rolle der Familie. Trotzdem gibt es immer noch viel Diskriminierung in verschiedenen Richtungen. Deshalb sollten Regierungen mehr tun, damit die Frauen eine bessere Rolle in der Gesellschaft haben können. Und wir selbst, die Frauen, müssen dafür kämpfen, zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Mein Name ist Consuelo Mendes, vengo de Ecuador, soy arquitecta y artista y miembro del Consejo de Integración de la Ciudad de San Agustín. En el último tiempo, el papel de la mujer ha cambiado positivamente en muchos países y sociedades, sobre todo en el área de trabajo y familiar. Sin embargo, hay mucha discriminación aún, por lo que los gobiernos deberían hacer algo para que mejore la situación de la mujer en la sociedad. Y nosotras mismas, las mujeres, tenemos que luchar por ello, mantenernos juntas y seguir adelante. Liebe Frauen, und zum Weltfrauentag 2021 wünsche ich eine wunderbare Verbindung mit allem Schönen, dass wir uns gemeinsam verbinden und auf das Erblühen und auf das Erwachen von Schönheit für die Welt uns zuständig fühlen und bereitstehen. Wir warten auf die Blüte. Allen Frauen zum Weltfrauentag gebe ich alle Energie, die ich heute schon vom frühen Morgen am eingesetzt habe, dafür, dass ich das schaffe, was ich schaffen möchte. Und ich wünsche allen Frauen die Energie und Kraft, dass sie endlich daran glauben, alles das, was wir schaffen wollen, zu schaffen. Alles Liebe. Hi, my name is Bakula Nayak and I'm an artist from Pittsburgh, USA. The pandemic has affected millions of lives around the world, including ours. Currently, with the children at home, my home studio hours are taken away by cooking, cleaning, and helping the kids with their schoolwork. I used to have a full working day from 8 a.m. to 4 p.m. while they were in school, and that allowed me to focus on my work. It gave me my quiet time and my space to think. On a personal level, the extra family time has of course been welcome, but on a professional level, my hours have gone down to 2 or 3 hours a day,
and some of my shows got cancelled, which was disheartening. Now, with this pandemic having gotten longer than any of us have anticipated, my family is making the effort to share the responsibilities and give me my working hours back. I am filled with gratitude that they care and love me to do that. And while I struggle with my physical and mental health, I also recognize that my vocabulary of the pandemic comes from a place of privilege, making me very aware and mindful of this unequal world that we live in. Thank you. Ich bin ganz sicher, dass sich die Dinge zum Positiven entwickeln. Corona ist eine Zeit, die uns an die Ursprünge zurückführt. Es gab die Kulte in der Kunst. Die Kulte waren immer Handlungen zu bestimmten Diensten, Götterdienste zum Beispiel, Opferhandlungen. Und dann kam eine lange Zeit, in der die Menschen vergessen haben, dass die Kultur niemals zur Unterhaltung dienen kann. Nie und nimmer. Unterhaltung und Kultur sind sich spinnefeind. Und auch nicht zum gesellschaftlichen Happening ist die Kultur da. Die Kultur ist eine todernste Angelegenheit, die uns zu Menschen macht, die uns einzigartig macht und die uns Moral zeigt, im besten Sinne. Und in diesem Sinne wird die Zukunft so sein, dass wir keinerlei toten Tempel mehr brauchen. Wir brauchen keine toten Häuser, keine Mausoleen, wo die Kunst weit ab vom gesellschaftlichen Leben abgeschottet wird. Also ich begreife Corona als große Chance. Ich freue mich, dass ich als Zahnärztin weiterhin Patienten habe, die Qualität schätzen, Ästhetik, die Zeit, die man sich für sie nimmt, gerade wo alles im Netz zusammengefasst wird, zentralisiert wird, Zähne vom Band, anstatt Zähne, die wirklich Zahnart sind. Und ich freue mich, dass ich den ganzen Tag hier nicht abgelenkt werde. Ich singe, ich bohre, alles verflechtet sich miteinander. Ich habe zwei super kreative Töchter, die mir so viel Inspiration geben und mit denen ich tolle Gespräche führe. Und ich freue mich, dass einfach nicht mehr eingekauft wird. Ich kaufe einfach gar nicht mehr und im Netz weder jetzt noch später. Niemals würde ich kaufen. Dann würde ich notfalls mir meine Klamotten selbst stricken. Im Endeffekt ist es so, dass das ganze Leben reine Kreativität ist und von nichts mehr belangt wird, was irgendwie äußerlich ist. Und das verdanke ich Corona. Sex mit Maske? Das geht gar nicht. Wozu haben wir die Kunst? Zum Glück können wir mit wie ohne Maske kreativ sein und über uns hinauswachsen. Und darauf kommt es an. Hallo, hier spricht Chris Werner. Ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich zum Weltfrauentag grüßen. Das ist ja ein ganz wichtiger Tag. International sind wir verbunden, Frauen aller Länder über den Globus verteilt. Und wir können feiern und wir können uns immer wieder vergewissern, wie der Stand ist, wo die Probleme sind und in welche Richtung es gehen kann und soll und muss, damit wir weiterkommen in unserem Kampf für die Gleichberechtigung und mit allen unseren Anliegen für ein schöneres Leben für Frauen weltweit. Und ja, und dann gibt es ja auch was zu feiern im Frauenmuseum. 40 Jahre, fantastische Errungenschaft für die Frauen, für die Künstlerinnen, für die Kunst, für die Kultur von Frauen, und da kann man wirklich froh und stolz sein, denke ich. Und ebenfalls grüßen möchte ich die Schokofabrik in Berlin, größtes Frauenprojekt in dieser Art
europaweit, glaube ich, vielleicht weltweit, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls riesigen Glückwunsch auch dazu und ja, dann schönen Tag noch allen. Hallo, mein Name ist Anna Tinius. Ich bin freiberufliche Künstlerin und arbeite zusätzlich im Frauenmuseum Bonn. Das Frauenmuseum steht seit 40 Jahren für Kunst, Kultur und Forschung zu Frauenthemen, Frauengeschichte, Matriarchat und Sozialem. Alles, was Frauen angeht, was letzten Endes alles ist. Zum Weltfrauentag möchten wir auf die Situation der Frauen, besonders natürlich in unserem Umfeld, zur Situation der Künstlerinnen in Corona-Zeiten, aber auch so hinweisen. Wir möchten Grüße aussprechen und Dank an alle unsere Förderinnen, Unterstützerinnen, Künstlerinnen, an alle Frauen weltweit. Mein Name ist Pia Part. Ich vertrete die Künstlerin Iris Pagano de Dornier, deren künstlerischen Nachlass ich betreue. Das Frauenmuseum wird 40. Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass es von Marianne Pitzen zu einer Zeit gegründet wurde, in der das Frauenthema noch zu den exotischen gesellschaftlichen Anliegen gehört hat. Sie leistete also wirklich Pionierarbeit, die es hoch anzuerkennen gilt. Wo die Kunst in Deutschland vor 40 Jahren stand, lässt sich anhand einer Anekdote vielleicht aus dem Leben von Iris Pagano verdeutlichen. Iris war Argentinierin und ist Anfang der 1950er Jahre als junge Frau der Liebe wegen nach Europa gekommen, aufgewachsen und erzogen im konservativen Rollenverständnis einer südamerikanischen Familie, war es für sie als Lehrerin mehr als selbstverständlich, ihre Aufgabe als Ehefrau und Mutter uneingeschränkt wahrzunehmen. Erst als die Aufgabe für sie erfüllt schien, entschied sie sich im Alter von 56 Jahren ein Kunststudium zu absolvieren, weil sie sich der Kunst nicht hobbymäßig nähern, sondern sich das Handwerkszeug von Grund auf aneignen wollte. Sie ging also zur Kunstakademie in München, um sich nach den Aufnahmebedingungen zu erkundigen und musste dort erfahren, dass sie sich aufgrund ihres Alters nicht einmal bewerben darf. Das war Ende der 70er Jahre und es gab dort tatsächlich eine Altersobergrenze von 35 Jahren, bis zu der man sich überhaupt bewerben durfte an der Akademie. So musste sie also ausweichen und einen anderen Ort suchen, wo das möglich war. Das war dann Madrid, wo sie diese diskriminierende Einschränkung nicht gab. Nach Abschluss dieses akademischen Studiums, sie war inzwischen schon über 60, befreite sie sich von den Fesseln dieser damals noch streng klassisch unterrichteten Malerei und tauchte ein in die freie Malerei. Für sie hieß das Abstraktion, starke, kräftige, leuchtende Farben und Einbeziehung von indigenen Symbolen als Verweis auf ihre Herkunft. So, wie Sie es auch hier im Hintergrund gut sehen können. Es blieben ihr aber nur noch 10 Jahre, die sie so intensiv, mit einem so intensiven Schaffensdrang erfüllte, dass sie wirklich ein beachtliches Oeuvre hinterlassen hat. Und dieser späte Entschluss, etwas Neues anzufangen, soll wirklich auch andere dazu ermutigen, ihren Neigungen und Wünschen mit aller Kraft nachzugehen.
In diesen letzten 10 Lebensjahren kam Frau Pitzen und ihr Frauenmuseum ins Spiel. Die beiden lernten sich kennen und es sprang der Funke wohl über. Beide hatten starke Temperamente, wenn auch sehr unterschiedliche. Und so konnte Iris Pagano unter anderem auch mehrmals im Frauenmuseum an Ausstellungen teilnehmen, wie auch jetzt, sogar 25 Jahre nach ihrem Tod. So möchte ich abschließend Frau Marianne Pitzen, der Gründerin und Direktorin dieses Museums, zu diesem tollen Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Sie hat nicht nur den Mut gezeigt, so etwas Außergewöhnliches erstmal auf diesem Planeten zu starten, sondern sie hat auch die Kraft gehabt, das 40 Jahre lang durchzuhalten. Und sie beweist auch jetzt noch immer den neuen Mut, in dieser Zeit der Pandemie mit all ihren Widrigkeiten Künstlerinnen eine durch diese Jubiläumsausstellung eine tolle Plattform zu bieten. Möge Ihnen, liebe Frau Pitzen, das Glück weiterhin hold bleiben. Wir sind hier in der Ausstellung Langeweile Paradies, ein ziemlich riesiger Raum, das ganze Frauenmuseum. Und da wandern wir dann von den grünen Bereichen, Gärten und traumhafte Gefilde und Göttinnen in Grün und Moos, wandern wir dann zu den Wüsten und da kommen wir auch wieder raus und dann landen wir endlich hier beim Modell des Frauenmuseums und seinem Garten auf dem Dach und der entsteht gerade. Und die Consuelo, Architektin und Künstlerin, hat das Modell gemacht und wird dafür sorgen, dass wir gemeinsam mit vielen, die da Spaß dran haben und Blümchen bringen können, das gemeinsam hinkriegen in dem kommenden Sommer. Ein Paradies für alle. Wir sind hier im Frauenmuseum, das in diesem Jahr 40 Jahre alt wird und eine ganz schön lange, tolle, kann man sagen, Geschichte hinter sich hat und auch weiter arbeitet. Denn die Frauengeschichte, die Geschichte der Frauen, die Kunst der Frauen, was Frauen weltweit tun, das ist so toll und wichtig, da müssen wir dran arbeiten und die Themen gehen uns nicht aus. So, hier sind wir jetzt im Raum der Göttinnen, der Matronen. In Bonn wurden wirklich unglaublich viele unter dem Bonner Münster gefunden. Deswegen haben wir hier den Grundriss des Bonner Münsters und die Fundorte der Matronen hier auf dem Boden aufgemalt. In mühsamer Arbeit, muss man sagen. Es ist überhaupt viel Arbeit, so ein Museum. Aber es ist auch wirklich fantastisch, wie viel Kraft und wie viel Power man aus der Geschichte der Frauen in unsere Zeit hinüberretten kann. Und mit der Ermunterung natürlich versehen, dass wir uns weiter stark machen, zusammenhalten und wirklich tolle Projekte weiter auf den Weg bringen.